ich muss keine Schulaufgabe erledigen. Ich mache einfach, wie es mir passt. Und weil ich ja auch Sachen inszeniere, auch in Videos, habe ich gedacht, wäre es noch cool, wenn wir so ein Videopartner machen könnten, wo das auch schon drin zeigt. Eine Art meine Vorgehensweise, sowie auch das Resultat. Ich stelle mir immer sofort so, also so etwas Wildes, wie jetzt zum Beispiel da bei dieser Sonne oder die Zeichnung, das Gesicht. Das Unmittelbare, einfach nichts zu wählen mit einer Direktheit. Und ich glaube eigentlich, durch das entsteht auch eine gewisse Unmittelbarkeit. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei Kinderzeichnung. Und so eine direkte Kraft, die vielleicht schlussendlich beim Betrachter irgendwie stark ankommt. Vielleicht gibt es doch so einen Rüttelmoment, irgendwie, dass das nicht so geschliffen und verkopft ist. Okay, man, I get the message! Das ist meine Theorie. Aber ja, also irgendwie lege ich mir das ja auch so zurecht, um mich selber zu überlisten. Also ich kann vielleicht den unmittelbaren, direkten Zustand am meisten so erzeugen, indem ich mein Atelier so ein bisschen einrichte, wie früher noch vielleicht mein Kinderzimmer. Es ist einfach alles auf dem Boden. Ich mache so wie verschiedene Häufen, verschiedene Disziplinen, wie Spielhäufen. Sich den Raum zu lassen und den Raum wieder neu zu erobern, finde ich irgendwie mega schöne Gedanken. Nein, was ich genau gestern eigentlich noch gedacht habe. Ja, manchmal, ich weiss eigentlich zum Teil überhaupt nicht, was ich mache. Und im gleichen Moment weiss ich aber ganz genau, was ich mache. Aber ich glaube, das ist ein guter Zustand. Es gefällt mir auch, entspricht mir auch das Unbekannte und Verwirrliche. Und zum Teil ist es einfach auch nicht zum Aushalten. Es ist so ein bisschen beides. Das sind ja wie so, man sieht auf eine Art wie zwei Ebenen. Anfänglich habe ich es ja wirklich so schulisch gemacht. Eine Seite Indien, eine Seite Schweiz. Was passiert dazwischen? Fast ein bisschen didaktisch, aber es geht ja um eine Welt dazwischen. Identitäten zwischen den Welten und das, einem fluiden Zustand. Und vielleicht bin ich auch drum auf den Spruch gekommen, wenn ich sage, ich bin ja nicht mehr in der Schule oder ich kann jetzt machen, oder ich mache, was ich will.